Two Lumps of Coal. Eine Dromaine Fanfiction, geschrieben von Akasha the Kitty, gelesen von Aoi Malve. Teil 1. Draco warf einen langen Blick auf die diesjährigen Weihnachtsgeschenke. Er konnte es nicht glauben. Er konnte es einfach nicht glauben. Er kniff die Augen zusammen und sah auf den Brief seiner Mutter hinunter. Mein liebster Draco, ich war sehr verzweifelt zu hören, dass du dich entschieden hattest, dieses Jahr nicht nach Hause zu kommen und Weihnachten mit meinem Vater und mir zu feiern. Aber Lucius erinnerte mich wiederholt daran, dass du kein Kind mehr bist, sondern ein junger Mann, und wir müssen es dir erlauben zu gehen und deinen eigenen Weg zu wählen. Trotzdem kann ich kaum verstehen, warum du dich dafür entschieden hast, in diesem zugigen alten Schloss zu feiern. Und ich hoffe aufrichtig, dass du nächstes Jahr über deine Familie nachdenken wirst. Ich hoffe, du wirst die Geschenke genießen, die ich speziell für dich ausgesucht habe. Frohe Weihnachten, deine ergebene Mutter. Nein, es heißt eindeutig Geschenke, die aber nicht vorhanden sind. Seine Mutter hatte eine seltene Gabe, wenn es um Schuldgefühle ging. Nein, das war die Arbeit von jemand anderem. Er zerknitterte den Brief. Granger. Die Schulsprecherin zu finden, war nicht gerade schwierig. Das Schloss war größtenteils menschenleer, aber sie war normalerweise an einigen sehr spezifischen Orten zu finden. In Anbetracht dessen, dass es Weihnachten war, war Draco sehr sicher, dass er in ihrem Gemeinschaftsraum gefunden werden konnte. Nicht einmal sie würde heute in der Bibliothek sein. Wahrscheinlich. Er schlenderte zum Bild der fetten Dame. »Lass mich rein.« Sie sah ihn hochmütig an. »Nein.« »Ich brauche die Schulsprecherin und ich weiß, dass sie da drin ist. Also lass mich rein.« »Nein.« Er seufzte gereizt. »Dann hol sie für mich.« »Nein, sie ist nicht hier. Geh weg.« »Sehen Sie, es geht nicht um, dass es ein legitimes Schülergeschäft.« »Sie ist nicht hier.« »Wo ist sie dann?« »Ich weiß nicht. Sehe ich aus wie die Hüterin der Schulsprecherin?« »Nein. Sie sah aus wie eine fettbemalte Frau, die zu viel Eierlikör hatte.« »Verdammt nochmal, ich muss wirklich mit dir reden.« »Aber sie muss nicht mit dir reden.« »Wie oft muss ich Ihnen sagen, dass es nicht um...« Das Gemälde schwang auf und enthüllte den buschigen Kopf des Schulmädchens, das herauskroch. Draco blickte finster auf das argumentative Gemälde. »Nicht drinnen, nicht wahr?« Die fette Dame zuckte nur mit den Achseln. »Ich muss sie wohl verpasst haben.« »Richtig, natürlich. Für einen kurzen Moment hatte er im Sinn, die blöde Leinwand zu verbrennen.« »Was willst du?« fragte Hermine, sobald sie ihn sah, und sah so freundlich aus wie die fette Dame. »Ein bisschen Weihnachtsfreude wäre schön«, antwortete er. »Schau, ich habe im Moment keine Zeit dafür, und du bist offensichtlich nur hier, um meine...« »Ich möchte, dass du zurückgibst.« Hermine blinzelte. »Was zurückgeben?« »Meine Geschenke.« »Haha, sehr witzig. Jetzt gib sie zurück.« »Ich habe nicht die geringste Ahnung«, er knurrte sie an und schob den Kohleklumpen, den er an diesem Morgen auf seinem Bett gefunden hatte, zu ihr hinaus. »Deine Vorstellung von einem Witz ist nicht sehr lustig, Granger.« Sie schützte die Lippen. »Das ist nicht mein Streich. Aber wer auch immer daran gedacht hat, ist sehr lustig.« »Behebe es.« »Wie soll ich das beheben?« »Du bist doch die Schulsprecherin. Du solltest dem Rest von uns helfen, wenn wir Probleme haben. Also behebe es.« »Ich denke, in diesem Fall liegt das Problem tatsächlich bei dir und ich kann dir dort nicht helfen.« »Und genau deshalb denke ich, dass du es musst. Du bist die Einzige, die so einen Groll gegen mich hat. Zumindest bist du die Einzige hier.« »Oh, sei nicht lächerlich. Ich kann es nicht sein.« »Warum nicht?« »Aus diesem Grund.« Sie kramte ein Taschentuch aus und wickelte es heraus, um ein identisches Stück Kohle zu zeigen. »Du behauptest, du hättest es nicht tun können, weil du zufällig auch einen weiteren Klumpen mit dir herumträgst.
Ehrlich gesagt, Granger, deine Logik fehlt. Deine auch, Malfoy. Das war heute Morgen auf meinem Bett. Hermine beobachtete Draco mit so viel Geduld, wie sie aufbringen konnte, während er die Dinge in seinem Kopf erarbeitete. Merlin, war er immer so langsam gewesen? Was hatte sie sich gedacht? Sie schnaubte. Sie hatte nicht den ganzen Tag Zeit, um laut zu schreien. Ich gehe in die Küche, um die Haushelfen danach zu fragen, sagte sie und wickelte ihren Kohleklumpen ein. Sie können mitkommen, wenn sie aufhören zu reden. Den Weihnachtsjubel verbreiten, murmelte er. Sie verdrehte nur die Augen. Was hatte er erwartet? Er war die letzte Person, mit der sie heute zusammen sein wollte. Sie waren einige Stockwerke tiefer, bevor Draco seinen Mund wieder öffnete, diesmal um zu fragen. Also, warum hast du dich entschieden, Weihnachten hier zu verbringen? Personalmangel, antwortete sie knapp. Ich bin erst bis heute hier, dann wird einer der Professoren übernehmen und ich werde ein spätes Weihnachtsfest zu Hause haben. Er sah sie überrascht an. Du gehst heute noch nach Hause? Ja, das habe ich doch gesagt. Zu Hause? Zu deinen Eltern oder zu Hause bei den Weasleys? Sie blieb stehen, um mit einem Blick festzuhalten. Warum fragst du mich das überhaupt? Ohne Grund. Du hast kein Recht, mir diese Fragen zu stellen. Das geht dich nichts an. Granger, entspann dich. Es war nur eine freundliche Frage. Nein, war es nicht. Deine Fragen sind niemals freundlich. Es war der Auftakt zu abfälligen Bemerkungen über Ron, die er nicht verdient. Oh, er hat sie verdient. Schau, wer da spricht. Du im Übrigen auch. Du verdienst es, was du bekommst, wenn du ständig mit diesem Entschuldigung für den Wiesel kommst. Sie trat zurück und verschränkte die Arme. Bist du nun fertig? Für eine Sekunde sah er so aus, als würde er mehr streiten wollen, aber dann wandte er sich ab und ging weiter zur nächsten Treppe. Ja, ich bin fertig, hörte sie ihn murmeln. Ich bin schon eine ganze Weile fertig, oder? Es sollte eigentlich nicht länger mehr wehtun, aber es tat es noch. Als sie in die Küche kam, sah Hermine, wie Draco seine Nase krauste, als er die Elfen, die dort arbeiteten, verärgerte. Wie verpflichtend von ihm, sich wie der schlimmste Idiot zu benehmen, der er nur sein konnte. Also machte sie nicht den Fehler, wieder an seine Freundlichkeit zu glauben. »Oh, Winky«, sagte sie und winkte einem bekannten Hauselfen zu. Winky sah verwirrt aus, näherte sich ihnen aber. »Kann Winky dem Schulsprecherin helfen?« Sie fragte danach. Draco schnaubte. Hermine ignorierte ihn. »Ja, wir haben uns gefragt, ob einer von euch Haushelfen weiß, was mit unseren Geschenken passiert ist.« »Die Geschenke? Winky weiß nichts über Geschenke. Winky hat keine Geschenke genommen.« »Nein, wir haben nicht gedacht, dass du es getan hast«, antwortete Hermine hastig, bevor Draco eine schrecklich beleidigende Anschuldigung erheben konnte. »Aber weißt du, jemand spielt uns einen Streich und hat unsere Geschenke versteckt, sodass wir nur noch Kohle übrig haben.« Und wir versuchen, sie wiederzufinden. Winky hat keine Geschenke. Winky hat keine Geschenke. Aber vielleicht können sie die anderen fragen, stupste Hermine sie an. Winky hat sie nicht genommen. Na, verdammt nochmal. Frag die anderen, okay, Winky? Draco plapperte zwischendrein, was dazu führte, dass Winky davon huschte und Hermine nicht wusste, ob die Hauselfe nun weglief oder ob sie vorhatte, herumzufragen. Oh, gute Arbeit, Malfoy. Sie war widerlich. Winky, Winky, Winky. Man könnte doch annehmen, sie würden die Grammatik richtig lernen. Hermine schnaubte. Ich habe einige deiner Aufsätze gelesen. Die Grammatik der Hauselfen wäre eine Verbesserung. Er sah aus, als würde er wütend etwas erwidern wollen. Aber dann schien er sich zurückzuhalten. Warum bekomme ich dann so gute Noten? Vielleicht, weil ich dich 3 Monate lang unterrichten musste. Nachhilfe? Erinnerst du dich so daran? Sie runzelte die Stirn.
Ich war ja auch Nachhilfe für dich. Sie erkennen also zumindest an, dass es nicht nur Nachhilfe war. Gut zu wissen. Worum geht es hier zum Teufel, Malfoy? Nun, siehst du, Granger, es scheint mir einfach, dass du so beschäftigt warst, unsere gesamte Beziehung nur auf das hier zurückzusetzen, wie es vorher war. Nur so feindliche Anfeindungen, dass ich anfing, mein Gedächtnis in Frage zu stellen. Sie sah weg. Du warst der größte Fehler meines Lebens. Oh, sagte er, und Sarkasmus tropfte von seiner Stimme. Nimm es nicht so schwer, Granger. Zumindest war Weasley bereit, dich zurückzunehmen, als du es dir anders überlegt hast. Als ich es mir anders überlegt habe? Kreischte sie etwas zu laut. Entschuldige mal, aber wer war es denn? Sie hörte plötzlich auf zu reden, als sie bemerkte, dass Winky vor ihnen stand und sie mit großen, traurigen Augen ansah. Ja, Winky? Winky fragt andere Hauselfen, Schulsprecherin. Andere Hauselfen sagen, andere wissen nicht, wo sie sind. Mor sagte, Kohle bedeutet ungezogen und Schulsprecherin muss nett machen. Draco grinste und wandte sich mit einem Schnauben ab. Danke, Winky, sagte Hermine fröhlich. Und frohe Weihnachten. Draco ging weg, ohne zu überprüfen, ob Hermine ihm folgte. Das Ganze war dumm. Sobald er herausgefunden hatte, wer diesen Streich mit ihm abgezogen hatte, würde er diese Person dazu bringen, es so sehr zu bereuen, seine Urenkel es nicht wagen würden, einen anderen hereinzulegen. Als er die Eingangshalle erreichte, stellte er fest, dass er alleine war. Er blieb stehen und drehte sich stirnrunzelnd um. Warum trödelte sie? Ihre Geschenke waren doch auch verschwunden, wenn sie die Wahrheit sagte und man ihr trauen konnte. Aber normalerweise konnte man das. Wenn es jemand anderes gewesen wäre, hätte er vielleicht gezweifelt. Egal, was sie sagten. Aber bei ihr, das war einfach nicht ihr Stil. Oder vielleicht war es doch. Schließlich tauchte sie auf. Es ist gut zu wissen, dass du den ganzen Tag Zeit hast, Granger, sagte er. Halt die Klappe, murmelte sie und klang geistesabwesend. Seine Lippen verengten sich. Was kommt als nächstes? Ich frag mich, ob wir die Einzigen sind, die dieses Problem haben. Noch war niemand gekommen, um mich zu besuchen. Aber es ist noch ziemlich früh. Es war früh. Es ist nicht mehr so früh. Du hast recht, sagte sie und nickte. Er wollte gerade ihr Zugeständnis kommentieren, als sie fortfuhr. Ich muss die fette Dame fragen, ob jemand anderes versucht hat, mich zu erreichen. Du machst wohl Witze. Sie warf ihm einen verwirrten Blick zu. Warum? Die fette Dame ist im 7. Stock. Ja, ich bin mir dieser Tatsache sehr wohl bewusst, danke. Und ich wohne dort oben, erinnerst du dich? Ich war heute schon im 7. Stock und habe noch nicht einmal gefrühstückt. Oh, hör auf zu jammern. Es ist nicht mein Problem, dass du in so einer schrecklichen Verfassung bist. Nur damit du es weißt, ich bin in ausgezeichneter Verfassung. Sie machte ein wenig schmeichelhaftes Geräusch. Richtig. Deine Kiefermuskeln trainieren ist wirklich sehr wichtig, wenn du im Verlies herumsitzt und Weihnachtssüßigkeiten isst. So trainiere ich meinen Kiefer nicht. Ihre Augen wurden sofort kalt. Es ist mir egal, Malfoy. Folg mir oder nicht, so oder so, ich bin fertig damit, dir zuzuhören. Sie stieg die Treppe hinauf. Komisch. Hier dachte ich, du hast mir von Anfang an nie zugehört, rief er ihr nach. Keine Antwort. Seufzend folgte er ihr. Die fette Dame war anscheinend beschäftigt. Sie führte Regie zusammen mit anderen Gemälden, die eine interessante und unechte Wiedergabe eines Weihnachtsliedes, das Hermine in ihrem Leben nicht identifizieren konnte, sangen. Also gab sie es auf und wartete ziemlich ungeduldig darauf, dass dieser Aufruhr endlich aufhörte. Oh, ist jemand auf eine Katze getreten? Grummelte Draco, als er sie erreicht hatte. Nein, nein, mein Lieber, antwortete sie süß. Das ist das Geräusch deines keuchenden Atems. Sehr witzig.
Ich kann mich an dieses Geräusch nicht erinnern. Ich atme nicht so. Werden Sie bald fertig sein? Ich habe dich nicht gebeten, mir zu folgen. Ich will meine Sachen zurück. Sie werden zurückkommen, aber es könnte noch früher sein, wenn du mich nicht bei jedem Schritt begleiten würdest. Ich werde nicht weggehen, Granger. Bäh. Er hob die Augenbraue. Hast du mich gerade Bäh genannt? Ja, komm mit klar. Bäh. Oh, jetzt bist du aber wirklich unreif. An deiner Stelle, Malfoy, würde ich nicht über Reife sprechen. Und doch tue ich es. Ich wollte nichts anderes als höflich zu dir, aber alles, was ich bekomme, ist ein saures Gesicht und Nörgelei. Was zum Teufel ist denn dein Problem? Was mein Problem ist? Ich erzähle dir mein Problem. Es ist Weihnachten und alles, was ich wollte, war ein schöner, ruhiger Tag mit Geschenken und Lieben. Und stattdessen bekomme ich Kohle und dich. Ist das fair? Plötzlich wurde ihr klar, dass ihre eigene Stimme viel zu gut hören konnte. Sie schrie und es gab kein Geräusch mehr, das sie übertönen konnte. Jemand räusperte sich ziemlich ungeschickt und Hermine wandte sich um zu den Gemälden und zu der fetten Dame und stellte fest, dass sie alle mit einer Mischung aus Neugier und Ärger anstarrten. »Haben Sie den Verstand verloren?« fragte die fette Dame. »Einige von uns versuchen zu feiern.« Hermine schluckte der einen Klumpen, der sich in ihrem Hals gebildet hatte, hinunter. Heute ging alles einfach schief. Aber vielleicht konnte er noch gerettet werden. »Es tut mir leid, Lady«, murmelte sie, »aber, wollte mich heute noch jemand sehen?« »Nein, niemand. Also wenn ihr zwei woanders schreien würdet.« Mit ihren Händen versuchte sie, die beiden zu verscheuchen. Hermine drehte sich um und ging. »Wohin gehen wir?« fragte Draco. »In die große Halle«, murmelte Hermine. »Ich bin hungrig.« »Du denkst jetzt übers Essen nach?« »Ob du es glaubst oder nicht, Malfoy. Aber ob du denn die Geschenke zurückbekommst oder nicht, wird mir nicht den Schlaf rauben, geschweige denn mich von meinem Weihnachtsfrühstück fernhalten. Also dann können wir die Leute dort fragen, ob sie Geschenke bekommen oder Kohle haben.« »Wir?« »Ich.« »Aber die fette Dame hatte gesagt, niemand sei dort gewesen.« »Sie sah nicht wirklich aus, als hätte sie heute irgendetwas bemerkt.« »Punkt für dich.« »Ich bekomme immer Punkte.« »Es ist lustig, dass du das sagst.« »Warum ist es das?« »Ohne Grund.« Sie verdrehte die Augen. »Jetzt mach doch endlich deine Scherze.« »Nein.« »Hast du dich gerade geweigert, dich über mich lustig zu machen?« »Fick dich, Granger. Ich spiele immer nett.« »Das heißt aber nicht, dass ich es muss.« »Warum nicht?« Ohne ihr Tempo oder den Ausdruck auf ihrem Gesicht oder den Ton ihrer Stimme zu ändern, sagte sie, »weil du derjenige warst, der mich betrogen hat.« Sie hatten die große Halle betreten, also biss sich Draco auf die Zunge. Sie mussten diesen Kampf nicht vor den Leuten her ausführen, obwohl es nur wenige von ihnen gab. Stattdessen ging er steif zu seinem Platz und begann, sich wütend das Essen reinzuschaufeln. Hermine stand auf ihrer Bank und klatschte in die Hände. »Entschuldigung, alle zusammen? Jeder hier«, sagte sie laut und deutlich. Draco machte ein sarkastisches Geräusch. Jeder bestand nur aus einer Handvoll von Schülern. Es war wirklich nicht nötig, so herumzuschreien. »Ich möchte nur hören, ob jemand so einen Klumpen hat.« Sie zeigte ihren Kohleklumpen. »Anstelle eines Geschenkes in diesem Jahr.« Es wurde ein bisschen gekichert. Anscheinend dachten sie, es sei ein Witz. »Niemand?« fragte sie noch einmal. Niemand meldete sich freiwillig. »Gut, vielen Dank und frohe Weihnachten.« Sie setzte sich und begann zu essen. Jede ihrer Bewegungen ärgerte ihn. Hermine bemerkte, dass Draco sich ja nicht wieder näherte, bevor alle anderen die große Halle verlassen hatten. »Was jetzt?« fragte er. »Jetzt überlegen wir, wer von uns wusste«, antwortete sie ruhig. »Über uns?« »Ja. Warum sonst sollte sich jemand uns beide aussuchen? Jemand hat anscheinend gedacht, wir wären dieses Jahr umgezogen.
weil er uns gesehen hat, wie kurz es auch war.« »Es war nicht so kurz.« »Nicht das Thema, das hier untersucht wird, Malfoy. Denk nach. Wer hätte es wissen können?« »Das weißt du genauso gut wie ich, Granger. Nach einer Wahl waren wir nicht mehr so geheim. Jeder hätte es wissen können.« Das wusste sie. Er hatte recht. Es war eines der fehlenden, brennenden Demütigungen gewesen. Sie hatte das Gefühl, jeder könnte über ihr leichtgläubiges Verhalten hinter ihrem Rücken lachen. Sie hatte ehrlich geglaubt, dass etwas Reales zwischen ihnen gewesen war und hatte nicht das Bedürfnis gehabt, es zu verstecken. Wer hätte so etwas wissen und tun können? Weasley und Potter. Zieh sie da nicht mit hinein. Das tue ich nicht. Ich beantworte nur deine Frage. Ich habe es ihnen nie gesagt. Vielleicht hatte sie es doch nur ein bisschen versteckt. Ich weiß. Sie gehen dieses Jahr nicht einmal hier auf die Schule. Ich weiß. Sie konnten es nicht wissen. Falsch. Jemand, der es verdächtigt hat, könnte es ihnen sagen. Dann hätten sie mich damit konfrontiert. Oder sie hätten darauf gewartet, dass du es gestehst. Und wenn du es nicht getan hast, hast du das hier verdient. Zuallererst, sie würden das nicht tun. Zweitens, gibt es nichts mehr zu gestehen. Nur weil es nichts Aktuelles ist, heißt das nicht, dass es nie passiert ist. Es tut es nur in meinem Buch. So lebst du also mit dir selbst, Granger. Du sagst, dass die Vergangenheit, auf die du nicht stolz bist, nie passiert ist. Worauf willst du hinaus? Er biss die Zähne zusammen und sah weg. Nichts. Gut, weil ich hab dich nicht betrogen. Seine Augen wanderten zurück zu ihr und verengten sich. Müssen wir diese Diskussion jetzt wirklich führen? Es ist keine Diskussion, es ist eine Tatsache. Nur mit deinen Fakten stimmt etwas nicht. Und was ist das? Ich habe niemanden betrogen. Die Lüge verärgerte sie so, wie sie es jedes Mal verärgert hatte, wenn er es wiederholt hatte. Würde es dich umbringen, nur ein wenig Respekt für mich zu zeigen? Wie bin ich denn respektlos? Deine unendlichen Lügen. Wir sind nicht mehr zusammen, also könntest du damit aufhören. Es ist mir egal. Wenn es dich nicht interessiert, warum bist du dann so aufgeregt? Weil du mich immer wieder anlügst. Hast du aber auch nur eine Sekunde mal darüber nachgedacht, was die Wahrheit sein könnte? Mit einem angewiderten Knurren stand Hermine auf. Sie konnte es nicht ertragen, mehr von seinen Lügen zu hören. Das Schlimmste war, dass sie wusste, dass sie ihm wahrscheinlich geglaubt hätte, als er es zum ersten Mal bestritten hatte, wenn sie nicht zweifelsfrei es gewusst hätte, dass er es tatsächlich getan hatte. Und sie wäre immer noch seinem Gespött ausgeliefert. Als Hermine aus der Tür und die Treppe hinaufstürmte, folgte Draco ihr in mäßiger Entfernung, in der Hoffnung, dass sie sich etwas abkühlen würde und versuchen würde, das Geheimnis seiner fehlenden Geschenke zu lösen. Im dritten Stock drehte sie sich ganz plötzlich um und zischte. »Warum folgst du mir noch?« »Ich möchte dieses Problem lösen«, antwortete er. »Du bist so ein trauriger Mensch, der materiellen Dingen so viel Bedeutung beimisst.« Aber die Tatsache, dass du immer noch hier bist, sagt viel über die Herzlichkeit deiner Familie aus, nicht wahr? Er blinzelte nicht einmal. Was auch immer dich besser fühlen lässt, Granger. Sie entblößte ihm ihre Zähne. Fein, wir werden den Zauber oder was auch immer in der Bibliothek nachschlagen. Aber wenn nicht in einem der Bücher dort nichts Besonderes über Kohle oder Weihnachten steht, werde ich heute nicht weiter nachforschen. Ich werde dem anwesenden Professor eine Nachricht hinterlassen, der sich an McLaw Enforcement Patrol wenden wird, wenn sie niemanden meldet. Deine Geschenke sind auch weg. Aber ich pfeife darauf. Das ist hart, wenn man bedenkt, wie deine Freunde und Familie wahrscheinlich ihre Herzen und Seelen in sie reingesteckt haben. Weißt du, ganz anders als meine Familie und so. Sie verdrehte die Augen und drehte sich um, die letzte Treppe zur Bibliothek hinaufzugehen. Hermine wusste nicht einmal, wo sie anfangen sollte, zu suchen. Aber zumindest bedeutet das, dass sie etwas beschäftigt war, als sie verschiedene Abschnitte durchblätterte. Draco machte sie immer so wütend.
obwohl sie nicht leugnen konnte, dass ein großer Teil dieser Wut auf sich selbst gerichtet war. Sie fand ein paar Bücher über Weihnachtszauber und Geschichten, Bestrafungszauber, Spottzauber und brachte sie zu einem Tisch, an dem sie willkürlich durchblätterte. »Lass es nicht an den Büchern aus, Granger«, sagte Draco, nahm ein Buch und setzte sich ihr gegenüber. »Könntest du bitte aufhören zu reden?« Er tat es, und fast 2 Stunden lang war nur Rascheln vom Papier zu hören. »Ich hätte es wissen müssen, dass es mit dir so weitergeht«, sagte sie plötzlich. »Ich meine es ernst, ich hätte es wissen sollen.« »Wahrsagen war nie dein stärkstes Fach. Also beschuldige ich dich nicht.« »Ich denke, du hattest das Ganze geplant.« »Was?« »Mein Vertrauen gewinnen und es dann missbrauchen.« »Bis auf in dem Teil, in dem ich sage, dass überhaupt nichts passiert ist. Sollte ich mich nicht freuen?« »Ich weiß es nicht. Vielleicht denkst du, es würde besonders viel Spaß machen, wenn du mich noch einmal austricksen könntest.« »Glaub mir, Granger, ich habe längst erkannt, dass das niemals passieren wird.« »Hm. Aber ich habe dich noch nie betrogen.« »Ich habe dich gesehen.« Sie hatte nicht vorgehabt, damit herauszuplatzen, und schlug schnell ihre Hand vor den Mund, als ihr klar wurde, dass sie das hergegeben hatte, von dem sie nicht wollte, dass er es wusste. Er konnte Dinge erkennen, die sie nicht wollte, wenn er es wusste. Als ob ihre erste Reaktion nicht gut gewesen wäre. Sie hatte eine beträchtliche Zeit gebraucht, um es zu verarbeiten. Er starrte sie geschockt an. Und seine Lippen versuchten, ein Wort zu bilden. Doch er überlegte es sich anders und räusperte sich. »Was hast du gesehen?« Er leugnete es noch immer? Sie schüttelte den Kopf und verfluchte ihre eigene Naivität. »Ich habe gesehen, wie du sie geküsst hast, Malfoy. Und bevor du mir versuchst, noch mehr Lügen aufzutischen, ich stand da schon seit einigen Minuten und sie hat dich nicht überrascht und hat dich auch nicht gezwungen. Es war ein gegenseitiger, genüsslicher Kuss, der vielleicht weitergeführt hat oder nicht. Und du bist ja das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.« Er starrte sie die längste Zeit stumm an und seufzte dann. »Aber du scheinst mich falsch zu verstehen, Granger. Ich bestreite nicht, andere Mädchen vor und nach unserem Zusammensein geknutscht zu haben. Ich leugne, dass wir zu dieser Zeit zusammen waren. Es war schon vorbei, also habe ich dich nicht betrogen.« Galle stieg in Rekos Kehle auf, aber er bemühte sich, sie unten zu halten und unberührt auszusehen. Sie hatte das gesehen? Sie hatte ruhig stehen und ihn beobachten können und dann Tage gewartet, vermutlich darauf, dass er gestand, bevor sie ihn konfrontiert hatte. Er hasste es, wie leicht sie ihn verlassen hatte und wie leicht sie wieder in Verachtung und Abscheu ihm gegenübergetreten war. Zumindest hatte er es geschafft, sie zu überraschen. Sie glotzte ihn an und dann fing sie an, sich die Haare zu raufen. »Was ist das? Ich weiß nicht mal. Es ist, glaube ich, die schwächste Verteidigung, die ich je gehört habe.« »Keine Verteidigung«, sagte er leise. »Die Wahrheit. Meine Wahrheit. Wir waren fertig.« »Es ist üblich, die andere Partei zu informieren, wenn man sich trennt, Malfoy.« »Ja«, murmelte er. »Das habe ich immer gedacht.« »Warum hast du es dann nicht auch getan?« Er lächelte sie sehr ironisch an. »Ich dachte, du wüsstest es schon.« »Was soll das heißen?« »Es bedeutet nichts, Granger. Ich bin müde von all den Kämpfen. Es ist geschafft und es ist vorbei. Können wir dieses Problem nicht einfach friedlich lösen und unseren fröhlichen Weg gehen?« »Ich habe nichts gefunden.« »Ich auch nicht.« »Und ich muss bald los.« »Was du nicht sagst.« »Ich weiß wirklich nicht, wo ich noch suchen soll, Malfoy.« »Das sagtest du bereits.« »Fein, dann gehe ich einfach.« »Mach das.« »Werde ich.« »Hab schöne Ferien.« Sie stand auf und ließ sie mit dem Durcheinander von Büchern allein. »Das ist so typisch für diesen Bergtroll«, murmelte Hermine, während sie ihre Sachen packte. »Wie kann er einfach behaupten, dass wir getrennt sind, wenn er sich nicht zuerst trennt? Wie sollte ich das wissen? Ich war nicht.« Der Klumpen in ihrem Hals war wieder da
was es schwierig machte, Worte zu fassen, also tat sie es nicht. Es hatte sowieso keinen Sinn, viel zu reden. Niemand hörte ihr zu. Es war niemand da.